Und damit herzlich willkommen zurück hier zu Half-Life 2 Episode 1 im Cinematic Mod. Ja, wir und die Alex sind hier in der letzten Folge aus dem Zugang gleist. Hier vorne kamen wir her und sind hier durch das Löchlein gekrochen. Und ja, jetzt müssen wir uns erstmal einen Weg hier raussuchen. Wir sind aus der Zitadelle geflohen. Vorsicht, das sind Türme. Die Combine müssen direkt durch die Unterstadt gezogen sein. Okay. Wie tief unten wir wohl sind? Da haben wir hier die Überwachungskanonen. Mal gucken, wie wir uns da dran vorbeischleichen können. Können wir die kaputt machen? Okay, die registrieren uns auf jeden Fall. Und da haben wir Zombie. Kann ich den da gegenballern? Ja, jetzt brennt der Zombie. Haben die Headcrabs hier auf dem Kopf, wie ihr seht. Habe ich noch irgendetwas anderes? Nein, ich habe leider gar nichts, um die anders kaputt zu machen. Ich glaube, ich schleiche hier einfach mal vorbei. Oh, das sind Minen. Minen, Achtung, das sind Minen. Das rote. Oh, oh, das sind so Springminen, wenn dann eins so nah kommt, wie hier, seht ihr? Das ist übel, die fetzen dann richtig, Ja, da haben wir wieder Headcrabs. Wir laufen jetzt gerade hier ein bisschen zu schnell. Wir laufen ja hier weg vor der Alex. Aber wir haben auch leider, wir haben ja noch niemals hier unser Hackebeil hier, unsere Brechstange. Brechstange ist es natürlich. Die Tür ist zu. Aber hier kommen wir da sicherlich durch. Okay. Wieder mal ein Spiel hier mit Lüftungsschacht. Oh, das ist das hier ein Medikit oder was ist das da? Eine Fackel. Die können wir uns hier besorgen. Oh, das hinter ist ein Medikit, oder? Jawohl. Ah. Ich hätte auch die Taschenlampe einfach anlassen können. Wir sind geblendet. Ich glaube, jetzt müssen wir da hinten. Kriechen wir jetzt hier rein in diesen Raum, wo die Tür zu war gerade. Genau. Und dann können wir die hier aufmachen. Ich hoffe es zumindest. Okay, hier kann ich leider das so nicht machen. Ey, ich stecke hier fest hier. Oh, dann mal wieder diese wunderbare Musik. Ja, heute übrigens auch der... komm, die können wir hier drüber holen. Und jawohl. Der meteorologische Sommeranfang. Aber das Wetter heute, zumindest bei mir hier, einfach nur schrecklich. Anders kann er es nicht nennen. Den ganzen Tag hat es nur geregnet. Naja, was will man da machen? Da machst du nichts, ne? Ich hoffe mal, dass es wenigstens zum Wochenende wieder etwas besseres Wetter gibt. So, unsere Pistole. Wo können wir jetzt hier jetzt die Tür aufmachen für die Alex? Ist das hier irgendwie? Ach, hier ist ein Schalter. Ja, damit haben wir die Tür aufbekommen. Fein. Wo ist denn die Alex? Wir gehen mal zurück hier. Ah, da kommt die Alex. Hat es bei euch denn auch so viel geregnet wie bei mir hier? Bei mir hier im Ruhrgebiet. Richtig scheiß Wetter. So, wie kommen wir denn jetzt hier weiter noch? Kann ich hier die Scheibe kaputt machen? Nein, ich hole mir einmal hier nochmal mit den Graviton, hole ich mir nochmal hier die Kiste rüber. Wer weiß, was da drin ist. Geht das? Wo muss ich die erstmal kaputt schießen? So, und dann kann ich mir hier die Munition, kann ich mir doch hier schnappen. Komm. Nein, nicht die Kistenwand. Ich möchte die Munitionskiste. Jawohl, haben wir doch. Ah, jetzt muss ich einmal überlegen, wo es hier weitergeht. Ah, wir blenden die. Alexa ist cool. Die reagiert hier schon so auf die... Ja, zumindest zum Teil. Leuchte weiter auf den Zombie. Okay, zum Teil reagiert die Alex auf Licht. Müssen wir hier wieder ganz aus dem Tunnel raus? Ich weiß gar nicht. Nee, hier ist doch falsch. Wir müssen da vorne raus. So. Ah, wir können die... Komm, wir nehmen mal das Fass... Zack. Ja, Zombie-Grill, genau, Alex. Ja, ich gebe dir Sicht. Ich möchte doch mal schießen. Yeah. Headshot. Headshot auf den Headcrab. Unsere Taschenlampe ist jetzt gleich leer und dann stehen wir hier ganz im Dunkeln.
Das ist natürlich nicht so fein. Gehen wir mal hier lang. Komme ich hier raus? Leider nein. Wir sind ja ein bisschen in diesem Trümmertummel. Das ist ein bisschen unübersichtlich. Vielleicht hier lang. Guck mal, das ist eine U-Bahn. Ah, das sind hier diese Ameisendinger. Das Kombinschutzfeld muss ausgefallen sein. Wurde wohl über die Zitadelle gesteuert. Okay. Ah, wir kommen ja hinten rum. Ah, die boxen sich gegenseitig kaputt. Doch nicht. Oh, 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 oh. Okay, ich glaube, wir schießen sie lieber so. Es gibt hier so ein Quietschebällchen, dann helfen die uns sogar. Dann sind die auf unserer Seite. Das ist ganz lustig. Oh, ich hätte gerne noch mal mein Hackebeil hier. Das wäre cool. Das haben wir leider noch nicht. Oh. Scheint ein Truppenzug zu sein. Oh, lebt er noch? Nein, sie hat den unschädlich gemacht. Was ist das denn? Ein Combine-Zombie. Das ist quasi ein Zombein. Stimmt's? Yo, ein Zombein. Verstehst du? Na egal. Yeah. Leuchte mal zur Tür da drüben. Dann bringe ich uns hier raus. Okay, ich leuchte egal, auf die Tür. Egal, wie wir es nennen. Ich hoffe, ich sehe sowas nicht wieder. Mist. Achtung, er hat eine Granate. Oh, 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 oh. Als wären normale Zombies nicht schlimm genug. Oh, der Headcrab. Naja, das war so, geht so. Aber hier ist ein Medikit, sehr schön. Kannst du uns ja weiterbringen, Alex? Oder kann ich hier was dran machen? Düt, düt. Das Terminal reagiert gerade hier nicht. Komm, was ist denn mit diesem Terminal hier? Auch nicht. Komm, Alex, gib uns mal einen Tipp hier, was wir machen müssen. Ich muss doch hier weiterkommen, oder nicht? Da nicht, da nicht, da nicht, hier nicht, da nicht. Huhu. Wo ist der Schalter zum... Ach, einfach hier durchgehen. Ja, clever, Oh, jetzt haben wir ja richtig viel Schuss inzwischen hier mit der Pumpgun. Die ist auf 4, okay. Na gut, so viel Schuss uns auch nicht. Hier ist wieder ein Fass. Der steht auf. Du bleibst liegen. Oh, eigentlich hier für die Viecher sind mir eigentlich hier die Schrotflinten-Munition viel zu schade. Ja, die macht Stampf drauf, jawohl. Ich nehme lieber die Pistole, davon haben wir mehr. Bevor wir unsere ganze Munition hier schnell vergeuden. Wir können hier den Tank auch wegschießen. Dann schießen wir einfach darüber. Auf 3, die Pistole. Hier die da oben, die sind auch mies. Diese Gegner, die ziehen einen hoch, wenn er darunter herläuft. Und dann arbeiten die einen das Gehirn kaputt. Guck, da ist gerade ein Schädel rausgefallen. Habt ihr das gesehen? Hier liegt da noch der Schädel. Ich zoome mal ran. Da ist noch ein Schädelteil. Ja, wir helfen dir. Ich versuch's zumindest. Jawohl. Oh, 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 oh. Oh, hier geht jetzt das Licht aus. Wir müssen kurz abwarten. Wo hört ihr das so im Dunkeln? Hier die Musik? Ist auch irgendwie geil. Extra mal kurz gewartet. Ist kaputt. Also jetzt ein Schalter. Ich möchte endlich hier dieses Hackebeil da wieder haben. Das Brecheisen. Die Waffe, wofür Half-Life steht. Das Brecheisen. Oh oh, was ist das? Oh oh. Weg mit dir, lass uns in Frieden. Okay, was haben wir jetzt mit diesem Schalter eigentlich gerade hier eingestellt? Haben wir hier noch irgendetwas? Nein, hier ist nichts. Oh. Ah, die Tür haben wir hier aufgemacht.
glaube, ich kann mal hier ein bisschen Batterie sparen. Oh, ich... Geht ja echt nicht anders kaputt hier. Oh, das sind Giftspinnen. Die sind gefährlich. Hm? Wenn er dieses Geräusch hört, die ziehen dann direkt auf 0 runter. Auf, oder auf 1. Auf 1 ziehen die einen runter. Da war noch einer, ne? Genau. Hm? Machen wir hier in die Hocke. Okay. Oh, da ist noch einer. Wie ich die hasse. Oh ja, ich mag die auch nicht, Erwachsen. Okay, wir haben noch volle Energie, deshalb können wir es gar nicht aufnehmen. Ah, was haben wir hier? Ein Parkhaus. Hm? Okay, bestimmt müssen wir doch hier dieses Rädchen drehen. So. Pass auf, die Ameisenbügel kommen nicht mehr hoch. Okay, da muss es noch einen anderen Trick geben, nämlich wir müssen das Rädchen ja eine gewisse Zeit halten und dann kommen sonst die Viecher. Hm? Aber hier sehe ich jetzt gerade keine alternative Route. Ah, ich weiß es, wir brauchen das Graviton. Wo ist es? Auf 1 ist das Graviton. Alex, mach mal kurz Platz da. Jetzt ist hier dieses Auto in das Loch und dann ist ja hier dieser Ausgang ist dann hoffentlich blockiert. Jetzt, jawohl, jetzt stoßen sie sich ja schön in den Kopf. Gute Idee, Boden. Und hey, wer hätte gedacht, dass man hier nur so schießen kann? Jetzt kann dann hier das Rädchen auch drehen. Oh shit, da hinten ist die Giftschwinne. Gut, danke Alex. Oh oh, Alex, erschieß sie. Oh, oh, jetzt haben wir Toxic. Jetzt müssen wir aufpassen. Wow. Seht ihr, da wurden wir ja gerade vergiftet und hatten ganz schnell nur noch einen an Lebensenergie. Hm? So. Hm. Oh, jetzt muss ich hier schon wieder wechseln, hier, um diese Kisten klein zu bekommen. Da ist ja immer irgendwie Schutzrüstung oder so drin. Munition. Hm? Oh, da haben wir... Wir können das hier auch clever machen. Dann guck, dann packen die sich hier die Fässer. Und wir können da auch so durchgehen und sparen dadurch ein wenig Munition. Dafür stehen hier die ganzen Fässer rum. Ich glaube, wir sollten schnell genug sein immer. Müssen wir aufpassen, dass die uns nicht packen. So, den ballern wir so um hier. Ey, wechsel hier auf die Pistole. Gib mir die Pistole. Oh oh. Ja, gute Treffer haben wir hier. Den kriegen wir auch hier, den Headcrab. Erstmal den dicken wegmachen, den Boss da. So, wunderbar. Jawohl. Hm? So, wir kommen ganz gut voran, würde ich mal sagen. Geht das hier durch die Tür? Jawohl. Hm? So. Hm? Jetzt müsste bestimmt auch bald hier wieder mal so ein Ladebereich kommen. Ich mache mal wieder hier die Licht an. Jawohl, da ist ein Ladebereich. Hm? Ah, hier bei mir, wenn ich aus dem Fenster schaue, immer noch richtig mieses Wetter. Hm? Alles nass. Hm? Warten wir mal kurz ab hier. Hm? So, geht schon weiter. Hm? Oh, haben wir ein Treppenhäuschen. Parkdeck Nummer 5. Was haben wir hier? Ein Graffiti. Hm? So. Oh ja, das hatte schon schöne Effekte, wenn man überlegt, das Spiel hier ist schon 10 Jahre jetzt alt, so wie es ist. Na, zumindest das Grundspiel, nicht der Mod. Der Mod ist neuer. Ach, die Mod. Die Modifikation, das heißt schon der Mod. Die Mod. Hm? Ja, gehen wir also ein bisschen weiter durch. Vielleicht müssen wir hier den gleichen Trick machen, hier mit dem Auto, den wir gerade angewandt haben. Das, ja, hier ist wieder so ein Löchlein. Das könnte durchaus sein. Dass wir das erstmal dicht machen müssen. Holen wir uns hier erstmal die Munition. Können wir nachladen. Oh, ich bin eigentlich zu faul, wollte ich gerade sagen, um die Waffe zu wechseln. Hier, dieses Lichtschimmern sieht echt schön aus. Hm?
Oh, da kommen die ganzen Ameisenbären, wollte ich schon sagen hier. Ja, ich muss ja eh die Waffe wechseln. Wo ist denn das erste Loch? Ah, da ist das große Loch. Komm, Auto, rein mit dir. Komm, Alex, du musst da jetzt selber durch. Wir müssen hier das Loch stopfen. Da ist noch ein Loch. Wir müssen mal hier ein, zwei Autos runterholen, denke ich mal. Yeah. Okay, der ist so weit weg. Über das andere drüber. Wo war das Loch? Ist das Loch da hinten? Okay. Fast drin. Noch einen Schuss. Alter, fast wie beim Golfen hier. Ah, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich glaube, es ist es zu. Ja, das gilt als zu. Ich lasse die Alex da mal wieder ein bisschen kämpfen noch. Okay, das nächste Auto, das könnte ein alter Alfa Romeo sein, würde ich sagen. Sieht so ein bisschen danach aus. Ja, die Viecher können auch noch fliegen. Komm, ein Schuss da rein. Oh, oh, ich nehme mal hier mal kurz die Rohrflinte. Und sorg mal hier ein bisschen für Ordnung. Oh, schon wieder fast leer hier. Was ist mit deinen Gedanken, Alex? Okay, auf jeden Fall ist der dicht für die. Und wir können eine Etage höher. Ohne hier gestört zu werden. Hoffe ich zumindest. Munition. Hier haben wir nochmal ein Medikit. Ja, das Feuer ist doch eigentlich ganz hübsch hier, ne? Hier die Lichteffekte hier von den Lampen und sehr viele Trümmerteile, muss man sagen. Für 2006. Doch, das ist nett. So, da hinten ist ja so ein Tor, wenn ich das richtig sehe. Hier. Und wo ist der Schalter? Jetzt nochmal Munition. Munition. Auch, ist sogar voll. Medikit. Wir müssen bestimmt noch eine Etage höher. Da vorne geht es auch nochmal höher. Mal ein bisschen balancieren hier. So. Alter, mein Jeep. So, wo ist jetzt der Schalter? Ich glaube, wir müssen erst hier lang. Ah, die Alex, die schafft das. Wir müssen gar nicht durch das Tor. Wir können direkt hier lang. Okay, hier runter. Das ist Energie, die haben wir voll. Jetzt können wir das Tor aufmachen, okay. Ah, da waren wir ja gerade schon. Das verstehe ich nicht so ganz den Sinn. Obwohl ich es ja schon mal gespielt habe, ist ja ein bisschen her. Okay, das Tor ist auf. Was hat mir das jetzt gebracht? Irgendwie so gar nichts gerade mal. Die Alex wartet auch oben, also scheint es oben richtig zu sein und wir müssen wieder hoch. Ja, die steht noch da drüben. Also da drüben scheint es weiter zu gehen. Da ist ja noch ein anderes Tor, genau. Ach ja, da hätten wir uns nur die Energie holen können. Ja, die ganzen Viecher da, die Ameisenbären, die stoßen sich da mächtig den Kopf. Ich weiß gar nicht, wie die jetzt genau heißen. Die heißen die richtig, Leute? Ich weiß es nicht. Falls ihr es wisst, könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben. Ich wusste mal den Namen, aber fällt mir leider gerade nicht ein. Diese Fliegeviecher, diese Insekten. Einmal einen Schluck gerade getrunken. Okay, hier haben wir Rüstung. Oh, was haben wir hier? Der sieht mitgenommen aus, der Kollege da. Die können entweder da rein oder hier noch eine Etage tiefer. Ich glaube, ich möchte erstmal hier gucken gehen. Oh, ich glaube, da ist Strom drauf. Sieht nicht gut aus. Ja, ich glaube, da könnte Strom drauf sein. Gucken wir doch noch mal eine Etage tiefer hier. Ah, hier ist nur eine Kiste. Mit Pistolenmunition, okay. Na, hört ihr, das ist so ein armer Kerl, der hier von so einem Headcrab da besessen ist. Okay.
Bloß gut, dass du den Schutzanzug hast. Dieses Wasser ist übel. Okay. Ja, irgendwas ist bestimmt mit dem Wasser. Was hier rauf mit? Okay, wie kommen wir da rüber? Da geht's rüber. Mein Gott, sind hier viele Spiegelungen. Nicht schlecht. Komm, dich nehmen wir mit. Wow. Stehen die alle noch auf? Ich lade mal nach. Wer weiß, wofür das gut ist. Oh, hier ist so finster. Guck mal, wenn ich das Licht da aus habe, da sieht man ja fast gar nichts. Wo ist die Alex? Da, Ja, das ist so finster hier. Ich glaube, das wird... Ja, ich meine, wir müssen einen Aufzug rufen oder so etwas. Ich erinnere mich daran. Die Stelle ist nicht einfach. Ganz und gar nicht einfach. Ich glaub's nicht. Ein echter Lift. Wir hätten schon Treppen genügt. Okay, jetzt kommt der Aufzug. Aber der Aufzug ist laut. Oh, scheiße. Das gibt's doch nicht. Und holt auch jede Menge... Ich habe ein paar Mal mit Elektrik gearbeitet und bin mir ziemlich sicher, dass er in diesem Feuer Strom liegt. Okay, die Alex ist sich ziemlich sicher, dass es am Strom liegt. Ich mir auch. Ich möchte eine von diesen Fackeln greifen. Die möchte ich jetzt zwischendrin mal so ein bisschen verteilen, damit ich ein bisschen mehr sehen kann. Oh, seht ihr, das sieht gar nicht gut aus. Absolut nicht. Hier den Balken weg. Halte deine Lampe drauf. Mach ich. Ah, der war ja leicht. Wir spielen hier auf normal. Also eigentlich könnte es euch ein bisschen knackiger sein. Was? So, wir haben den Strom eingeschaltet. Und es scheint loszugehen. Oh. Wow. Noch einer. Und noch einer. Oh, 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 oh. Ja, okay. Komm, Alex, mach mal einen Schritt da zur Seite, dann kommen wir durch. Ich glaube, das dauert. Das ist aber richtig lange, bis der Lift noch fährt. Er scheint unterwegs zu sein. Komm, komm, wir müssen das überleben. Oh, die Viecher sind richtig mies. Oh ja, oh ja. Jetzt kommen alle Leute. Hier die dicken Rowdies. Die kleineren. Oh, oh, die Taschenlampe geht aus. Jetzt bräuchten wir hier so einen. So eine Fackel, das wäre schön. Weg mit dir, lass die Alex in Ruhe. Oh, der da ist wieder gemeine. Boah. Boah, und hört ihr diese dürftige Musik im Hintergrund? Oh ja, die Musik ist klasse. Und erstmal du dir weg. Und du, und von hinten. Und weg. Oh, 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 oh. Der Lift kommt, Leute, schnell rein da gleich. Ich sprinte rein. Drück den Lift, lass uns da rein. Das war knapp. Oh ja. Ja, oh ja. Alles in Schutt und Asche da. Muss die Alex. Hätte auch so ein Medaillon. Ich hoffe, es ist draußen noch hell. Oh, was haben wir da hier? Ja, nächster Ladebalken. Ich glaube, wir gehen noch in dieser Folge bis draußen einmal. Ich glaube, dann sind wir wenigstens hier schön an der Tagesluft. Mal was Neues. 1, 2, 3, Laden vorbei. Komm. Nein, leider diesmal nicht so schnell. Es scheint ein etwas größerer Abschnitt zu sein. Ach ja, müssen wir halt warten. Kennt ihr dieses Unreal Tournament Kit, das da Unreal Tournament spielen möchte und dann da sagt, total ausrastet?
ich will Unreal Tournament spielen und es lädt, es lädt. Und wenn es lädt, dann muss man immer so lange warten. Ich will nicht, dass es lädt. Und dann rastet dieser kleine, dicke Junge da total aus. Glück, es ist noch Tag. Sehr lustig. Verschwinden wir. Okay, jetzt kommen wir nach oben an die Oberfläche. Hm? Das ist ein... Bitte nicht. Verdammt, es ist zugesperrt. Wir müssen mal wieder hier. Hm? Wieder mal ein Türchen öffnen hier. Hm? Hey, ihr da oben. Hallo. Ah, ein bisschen drehen, drehen, drehen. So. So. Muss doch hier irgendwo auch das, der Aufschalter sein, oder nicht? War das nicht hier? Ah, hier, da, ich sehe es. Dieses Rädchen müssen wir uns holen. Dieses Kurbelrädchen. Kommt, nehmen wir hier die Gravity Gun da. Und ich will nicht den Kasten, ich will hier das Rädchen klauen. So, stand up, Leute. Hm? Ja, da haben wir einen dicken Penis und, ja. Das ist ja für einen Graffiti. Und das andere ist ein Bart Simpson, würde ich mal sagen, hier. Hm? Naja. Das ist er. Da war der Modder anscheinend sehr kreativ. Was haben wir hier noch? Dope Shit. Hm? Fuck. Oh ja. Hm? Und die Schlampe. Naja. Okay, machen wir auch hier weiter. Los, Gordon, kurbel schon. Ja, wir kurbeln. Immer, dass die Frauen so stressen müssen. Super. Hier, ne? Okay, gehen wir zum Bahndepot, bevor die Zitadelle hochgeht. Okay, jetzt achtet, Leute, das ist so ein schöner Ausblick hier, wenn er da rauskommt. Endlich, frische Oh nein. Die Strider haben hier ja gnadenlos gewütet. Die Strider sind dieses Dinger da, hm? Diese großen Viecher, hm? Ich hab mich nie so gefreut, Dr. Kleiner zu sehen. Okay, ich denke mal, hier, jetzt sind wir ja gerade oben, machen wir einen Cut. Und das ist nämlich ein guter Anfang für eine neue Folge. Ich bedanke mich fürs Reinklicken, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.